Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Omicron und na sieh mal an, es ist wieder Tag geworden hier im, wie ist der Wald nochmal, Nakara Forest oder irgendwie so. So, ich muss mich gerade nochmal hier schlau machen, wie sieht denn hier nochmal unser Team aus? Oh, das sieht ja herzergreifend aus. Ich weiß übrigens mittlerweile, dass das Item, was Paras hat, dass das total sinnloser Scheiß ist, also von wegen Paras weiß schon, was es macht, dieser große Mushroom da, dieser Riesenpilz, den kann ich wohl nur für etwas Geld verticken, das war's. Aber gut, Paras kann den erstmal behalten, solange ich noch nicht irgendwie Bären oder irgendwie habe. Und ich habe mir mal im Wiki den ersten Arena-Leiter angeguckt. Alter Vater, von wegen Pokémon, die ja maximal Level 10, Level 11 sind, sein Signature-Pokémon, ist die Vorentwicklung von einem Lucario. Ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißt. Und das Ding trägt eine Fokusgurt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das könnte übel werden. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Und apropos trainieren, ich würde mal sagen, ich werde jetzt hier voranschreiten. Warst du ein Trainer? Achso, du warst der mit den kurzen Hosen. Ein Ladybird, die habe ich ja noch gar nicht. Ich weiß, will ich dich überhaupt haben? Das wird mir nicht viel Schaden machen, mein Lieber. Da muss ja schon was Besseres einfallen lassen. Tackle wird dir nichts bringen. Ich riskiere es sogar nochmal, weil ich so dicke Eier habe. Wow. Das war eine souveräne Leistung. Und ich würde mal sagen, da hat sich jemand einen Trank verdient. Und zwar du. Den gönnst du dir mal, mein liebes Tanzer, den gönnst du dir mal. So, mal gucken, was hier jetzt noch so weiter abgeht. Du siehst mir doch verdächtig nach einem Trainer aus. Flying is good against fighting. Ah, gut zu wissen. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, insofern das überhaupt stimmt. Aha. Was ist denn... Wieso wackeln die? Okay. Nehmen wir mal zwei Beeren mit. Was haben wir hier? Aha. Na sicher nehme ich die mit. Ich bin auch ein alter Looter-King. So, ich könnte hier jetzt... Plant a Berry. Soll man ja eigentlich immer machen. Die Frage ist, komme ich hier jemals wieder hin zurück? Weißt du was? Ich bin mal ein Arsch. Ich pflanze das hier nicht nach. Ganz ehrlich, ich komme hier doch eh nicht wieder hin zurück. Ja, wobei, vielleicht zum Trainieren? Na, ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Tatsa, sag du es mir. Was soll ich tun? Du weißt es auch nicht. Ach komm, weißt du was? Ja, hier, komm. Ich pflanze mal so einen hin. So, und hier auch. Jo, nehmen wir mal hier die andere. So, es gibt ja den Ehrenkodex, immer nachpflanzen, machen wir es doch mal. So, jetzt wird das Gras hier ein bisschen dichter. Und da kommt doch schon das nächste Video Pokémon. Ein Paras. Einen wunderschönen guten Tag, Paras. Wieso bist du schneller wie ich? Was soll das? Das finde ich nicht nett. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen stärker wie du. Kann das sein? Ja, Paras, das sieht nicht gut aus für dich. Critical Hit. Jawohl, und ein wunderschönes Level Up. Self-Destruct. Aha. So, bist du denn mal ein Trainer? Ach, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh nein. Ach du heilige Scheiße. Das ist jetzt...
ganz, ganz uncool. Da wollte ich mich eigentlich verarschen. Ich muss hier weg. Kannst du eine... Scheiße. Komm schon. Flügelschlag, das müsste effektiv sein. It's super effective. Alles klar, wir müssen das Ding besiegen. Es hilft nichts. So versuchte sie ihm aufzupumpen. Alter. Und das ist ein unfassbar episches Level Up. Und sogar noch eins. Sehr gut. Doppelteam. Ja, Doppelteam könnte recht nützlich sein. Machen wir es mal so. Du willst auch nicht kämpfen? Ach, du hast doch gar kein Pokémon. Alles klärchen. So, jetzt geht's hier nach links weiter oder nach unten weiter. Ach, du heilige Scheiße. Das fängt ja hier super an, ey. So, dann switchen wir mal. Level 13. Das sieht ja schon recht vernünftig aus, würde ich mal meinen. Na gut. So, ich denke mal, nach unten geht's in die Stadt. Das heißt, wir gehen erstmal nach links. Ist das ein Hypno? Wieso? Ich hab Angst. Wenn das ein Hypno ist. Ich guck erstmal unten. Wieso läuft da ein Hypno? Einen wunderschönen guten Tag. Kann ich weglaufen? Du dürftest ja nicht sehr schnell sein. Meine Güte, der Wald ist aber auch groß. Jetzt geht's hier wieder hoch. Das ist alles sehr, sehr verwirrt. Mal gucken, wie viel Schaden mache ich denn hier? Das ist ungefähr gleich viel. Das Vieh ist schneller. Ich mache nicht ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, ich mache ein bisschen mehr Schaden, aber er ist halt schneller. Oh, ein Crit. Komm, finish it. Nice. Sehr gut. Okay, Sackgasse. Sehr gut. Ich muss an diesem scheiß Hypno vorbei, das gefällt mir nicht. Schönen Tag. Hallo. Ich guck erstmal, ist hier zufällig ein Item oder so. Okay. Hier ist aber... What the fuck? Ein trauriges Hypno. Aha. Was ist das denn? Und wer bist du? Kopfnuss. Ja, kannst du einfach mein Pokémon gerne beibringen.
Ja, eigentlich du, aber du bist gerade besiegt. Könntest du theoretisch? Okay. Vielen Dank. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Also dieser Wald hier, ne? Der könnte einem ja fast ein bisschen Probleme machen. So, ich glaube, ich sollte mal gerade ein bisschen auswechseln und vielleicht auf dich. So, was ist das denn? Ah, Windstoß. Das ist natürlich super. Sehr gut, dann haben unsere beiden Vogel-Pokémon jeweils eine Flugattacke. Das dürfte uns gegen Esterwinter helfen, wenn dieser Typ denn die Wahrheit gesagt hat. Und ein Level-Up für Paras. So, ich frage es. Wie komme ich denn jetzt weiter? Oder war da unten wieder so ein Ausgang, den ich aber nur nicht gesehen habe? Also dieser Wald hier macht mich noch wahnsinnig, möchte ich mal anmerken. Ging es jetzt irgendwie raus und ich habe das eben nur nicht gesehen? Ja, wahrscheinlich da oben, oder? Ich laufe mal dagegen. Was? Was bist du denn? Aha. Was sind wir denn für einer? Ich wechsle mal gleich aus. Absorber, das klingt aber nicht sehr freundlich. Windstoß! Aha. Aber weißt du was? Ich mache einfach Tackle. Ah. Route 301. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, auf unseren ewigen Rivalen treffen wir das erstmal auf Route 303, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, wir haben den Wald durchschritten. Wir haben dort aber noch ein Rätsel mit einem Hypno. Ein Duskball. Aha. Ah, okay. Das war ja eine sehr, sehr kleine Route. Wir sind da. Interessant. Aha, okay. Ach, Moment. Konnte ich nicht, wenn ich... oh, das wollte ich nicht. Ich wollte... Ah, genau, hier konnte ich rennen. Okay, das ist die Höhle. Wo ist denn? Da ist ein Pokémon Center. Guten Tag. Hi, ich muss dringend mal hier heilen und so. Dankeschön. Wieso liegt hier ein Stein? Die TM oder VM Sterbeke. Erstmal wieder ein bisschen mit anlabern. Mal gucken, vielleicht hat hier jemand irgendetwas für mich. Irgendetwas? Nein. So, dann kann ich dir kaufen. Oh, das könnte sehr nützlich sein. Davon nehmen wir mal zwei mit. Das wäre ja schon wieder pleite. So,
So, mal gucken, was haben wir hier noch so? Hier ist ein Haus, da ist ein Haus. Sieht recht übersichtlich aus. Da ist noch was, wo wir nicht rein können. Was geht denn hier so ab? Guter Officer, was geht denn hier ab mit der Höhle? Aha. The Legendary Researcher. Eine wunderschöne Guter. Ich hätte gern was? Do you have a... nein, ich möchte nicht handeln. Lass mich in Ruhe. So, was ist denn hier los? Wieso darf ich nicht rein? Ja, kann ich machen, aber der Polizist lässt mich nicht rein. Das wird ein bisschen schwierig, mein Lieber. Ja, wie gesagt, kann ich ihn gerne ausrichten, dass ein Paket angekommen ist, aber ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Ja, hier kommt dem. TM06 Acid. Aha. Was immer das ist. Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank für diese TM. Ja. Hast du noch irgendwas Nützliches zu sagen? Welchen dieser drei Typen ist mein Lieblingstyp? Feuer, Wasser, Elektrik. Boah. Da Pflanze nicht dabei ist. Ich nehme mal Wasser. Oh, ein Wasserstein. Dankeschön. Ha, nice. Kann ich noch was haben? Ich will ja nicht, ich will ja nicht aufdringlich sein, aber... Ne, man muss ja nehmen, was man kriegt. So, mal gucken, was gibt es hier denn Schönes? Aha. What? Nein, danke. Interessant. Und wer bist du? So, ich denke mal, das ist dann das Gebäude, wo es die Stärke gibt. Hier ist ja einiges los. Aha. Ah, erster Typ. Erste Typ, der die Stärke hat. Tja, vielleicht hilft ihr dir, das ist möglich. Ich weiß es nicht. Und du erzählst mir wahrscheinlich genau dasselbe, nur mit einem anderen Pokémon-Namen. Natürlich. Kriege ich hier irgendwie nichts? Okay, wir müssen hier irgendwie an die Stärke rankommen. Und wir müssen zusehen, dass wir in die Höhle kommen. So, was ich aber gerade mal mache. Wer könnte das denn lernen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für eine Attacke ist. Ich bringe sie mal einfach jemandem bei. Und zwar bringe ich es bei... Hm.
Warte mal, kann man die TMs hier auch ewig benutzen? Ich gehe einfach mal davon aus, weil das Spiel noch recht in Anführungsstrichen neu ist. Wie wäre es denn mit dir? So, da ist doch bestimmt irgendwas Nutzloses. Headbutt. Tackle Protect. Das könnte ehrlich gesagt noch nützlich sein, wenn ich ehrlich bin. Das könnte ehrlich gesagt wirklich noch nützlich sein. Hier kommt Tackle, braucht doch keinen Schwanz, ey. Ah, sehr gut. Ist noch da. Nice. So, ach nee, was ich eigentlich machen wollte. Waterstone. Wo sind die Beeren? Da. Gif. So, das ist mal du. Was macht die? Oh, kann ich auch mal jemanden geben. Von Vergiftung heilen könnte ganz nützlich sein, gebe ich mal dir. So, verdammt wir mal ein bisschen Items. Ach ja, Moment. Du hast hier so ein Paras, komm mal her. Item, das nehme ich mal. So, ich verkaufe ihn noch nicht, weil ich nicht weiß, ob ich hier vielleicht noch irgendwie was Nützliches für den kriege. So, ich würde mal sagen, wir labern mal mit dem. Mit dem Poli. Okay. Er ist weg. Nice. So, wie viele Pokébälle haben wir eigentlich noch? Wir haben noch 4 Pokébälle, einen Great Ball und einen Dusk Ball. Okay, gehen wir mal rein. Ach du heilige Scheiße. Wir sind in der... Wie heißt die Höhle? Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Höhle heißt. Ach du heilige Scheiße. Moment. Moment. Ich habe so ein Gefühl, dass ich gerade noch mal einkaufen sollte. Durchlassen. Leck mich. Wie viel gibst du mir dafür? 2500. Nein, ist ja nicht dafür da. Alles klar, hier, komm. Ja, ich möchte was kaufen. Ich hätte gerne 2 Stück. So, ich habe ein paar Tränke, mein Lieber. 5 Stück. So. Ich hätte gerne 2 Pokébälle. Nice. Boah, Paras, ohne Spaß, ey. Du hast mir gerade richtig weitergeholfen mit deinem Item. Die Chance, dass Paras so einen gigantischen Pilz dabei hat, ist übrigens megamäßig winzig. Wieso ist das hier so dunkel? Was soll das? Was soll? Ich sehe da doch einen stehen. Ich sehe da doch einen Lümmel stehen. Und der sieht mir so aus, als hat er etwas sehr, sehr Unbequemes. Scheiße. Ein Pokémon, was hast du? Eine Level 9 Pokémon, einen wunderschönen Tag. Poison, aha. Tütü, Headbutt. Aha. Tackle. Hier, Headbutt, bam. Das scheint ihn nicht so richtig zu interessieren. Ah. Das ist nicht nett.
Ja, willst du mal das hier abhaben? Oh, deine Spezialverteidigung fällt. Das ist natürlich sehr, sehr uncool für dich. Aber ich glaube, ich werde jetzt auswechseln müssen. So. Und zwar, warte mal, wer konnte noch mal, konntest du Hochzugrieb? Nee, konntest du nicht. War eine Nachruf und irgendwas von euch Hochzugrieb? Ich meine eigentlich schon. Ja, du konntest Hochzugrieb. Alles klar. Ich wechsle. Hallöchen. Oha. Ja. Hochzugrieb. Bam. Was? Tanzer bekommt kein Level ab? Das darf doch nicht wahr sein. So, danke für deine Kohle. Ah, Wonder Cave. Wir sind hier im Wonder Cave. Das ist wirklich sehr interessant zu wissen. Boah, das ist du, Claire, denn? Ach, das darf doch nicht wahr sein, ey. Ja, was hast du? Ich habe das Gefühl, ich sollte mal auswechseln. Ich wechsle zu dir. Na du? Autsch. Ohne Spaß, eine drücke ich dir noch rein, ey. Eine drücke ich dir noch rein. Das kannst du aber denken, ey. Auch wenn du mich jetzt fertig machst, ey. Ich nehme den sicheren Wechsel. Alter. Tut mir das schon weh, weißt du das? Windstoß! Was ist das für eine Attacke? Okay, auch wenn du auch drauf gehen wirst. Das drücke ich dir noch rein. Weil ich will wieder den sicheren Wechsel haben. Und zwar wegen Ruckzuckhieb. Und das war's jetzt für dich, mein Lieber. Quick Attack. Level 7, sehr gut. Und du kriegst auch noch ein paar. Ein bisschen Erfahrung ab. Alter Vater, ey. Hui, 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 hui. Warte mal, hier wollte ich nicht drauf. Ich wollte rennen. Alter Vater, die ersten beiden Trainer haben uns aber hier mächtig in den Arsch getreten. Ja, ich möchte aber sowas von einmal durchhallen, bitte. Dankeschön, das kann ja noch was werden, ne? Ja, der erste Arena-Alter ist nicht ohne, das ist korrekt. Da müssen wir auch noch ordentlich trainieren, um den besiegen zu können. Kann ich sie irgendwie heller machen oder soll das so dunkel sein? Ich denke hier so spontan an Blitz, aber. Hm. Also schon der nächste Ömmel. Mhm. Ja, es ist wirklich sehr dunkel. Ein Kleinstein, Hallöchen. Na du? Oh, das hat sie jetzt richtig gebracht, ey. Das bringt nichts. Sinnlos. Das hat so keinen Sinn. Ich wechsle mal.
So, Seper, es ist Zeit. Ich brauche deine Blubeere. Ja, das bringt dir nichts, weil ich werde dich jetzt speziell angreifen. Was? Was sendest du mal? Ich kenne den englischen Namen nicht. Ach, ein Kiesling. Hier, Blubber machen Abgang. Oh oh. Ah, Tickle. Dann steck ich weg. Ja, sicher. Das müsste noch ein Level up sein. Ja, sehr gut. Level 9. So, wieder ein bisschen Knete. Das ist dunkel. Hier geht's nach oben. Hier geht's noch weiter. Noch Trainer. Okay, hier ist eine Leiter. Okay, gehen wir erst nach oben und erst nach unten. Ich würde sagen, wir gehen erst nach oben. Aha. Ach so, ja, ein Pokémon Ranger. Natürlich doch. Du hast ein einziges Pokémon. Oh, fuck. Weißt du was? Das geht mir so auch schon mal lieber. Bam! So, hier. Ich hätte gerne den sicheren Wechsel. Da machen wir mal den Test. Einen wunderschönen guten Tag. So, Wing Attack! It's super effective. Jo, der Typ hat echt keine Scheiße erzählt. Und das ist ein Level Up, sehr gut. Was? Hammer geil. Boy. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, in was du dich entwickelst. Cool. Entwickelst du mich nochmal oder ist das deine finale Form? Das muss ich mal nachgucken nach dieser Folge. Werde ich wahrscheinlich nicht tun, aber egal. Nice. So, hier ist nichts weiter. Hier komme ich auch nicht irgendwie hoch. Nö, hier ist echt gar nichts. Hm. Okay. So, dann tue ich mal. Boah, nice, ey. Also Level 14, das ist schon ordentlich für den ersten Arena-Leiter. Wenn ich Taubsi noch ein bisschen hochkriege, vielleicht Richtung Tauboga. Ich tue erstmal Paras nach vorne. Na, wie geht's dir? Hm. Oh, Paras ist heiß auf den nächsten Kampf. Ja, Paras, diesen nächsten Kampf kannst du haben. Ich sehe da unten nämlich schon wieder... Hier ist ein Felsen. Willst du verarschen? Ich komme nicht weiter. Das ist ein Scherz. Wieso komme ich nicht? Warte, hier geht's noch weiter. Ach nee, von hier komme ich. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. Was? Hier gibt's wilde Pokémon? Das wäre jetzt mal uncool. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Hier, Kratzer. Was interessiert dich ja richtig? Hier nochmal Kratzer. Wow. Wow, Kret. Nice. Ach, weißt du was? Hier zum Abschluss der Folge. Je nachdem, will ich mich die Folge beenden. Dich habe ich ja noch nicht. Eine Pokéball. Fangen wir nochmal ein neues Pokémon. Nice. Ein Makuta. No. So, was ich sagen wollte, was sich am anderen Ende dieser Leiter befindet, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und ihr habt es ja sicherlich schon gemerkt, in jeder Folge habe ich ein anderes Hintergrundbild hier im Browser geöffnet. Ja, finde ich irgendwie nice.
Und ja, was wir da oben dann oder da unten, je nachdem, wo es hier hingeht, sehen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir finden hier mal bald diesen Typen, damit wir auch irgendwann mal bald die Stärke bekommen. Weil ansonsten kommen wir irgendwie nicht weiter. Oder bekommen wir Stärke vielleicht von Arena, vom Arena-Leiter. Naja, auf jeden Fall werden wir erstmal diese Höhle weitermachen in der nächsten Folge. Bis dann und ja, haut rein, ciao.